Alle gegen einen. So muss man unseren Fahrerhausvergleich überschreiben, will doch der neue Mercedes Actros auch bei der Fahrerkabine auf die Überholspur. Bei der Vorstellung des neuen Actros stand neben einem verbesserten Fahrverhalten und dem neuen Sechszylindermotor vor allem das Fahrerhaus im Vordergrund. Zum Vergleich angetreten sind die jeweils größten Kabinen. Der Scania R mit Topline-Haus, der Renault Magnum mit Hochdach, der DAF XF 105 mit Superspace-Kabine, der Volvo FH mit Globetrotter XL-Fahrerhaus und der MAN TGX im XXL-Format. Die fünf Fahrerkabinen werden von unserer Testcrew genau unter die Lupe genommen, Punkt für Punkt auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. Wie viel Stauraum gibt es? Wie ist der Stauraum erreichbar? Welchen Verstellweg haben die Lenkräder? Wie gut ist die Sicht? Welche Abmessungen hat die Kabine? Was taugt die Liege? Welche Ablagen gibt es? Wie ist der Fahrkomfort und wie das Fahrverhalten? Eine mehrere hundert Punkte umfassende Liste, die an zwei Testtagen abgearbeitet wird. Da bleibt nichts verborgen, Vorzüge und Nachteile werden aufgedeckt. Fangen wir mit der Kabinengröße an. Hier setzt der Mercedes den neuen Bestwert. Fast 200 Liter mehr Volumen als der bisherige Spitzenreiter, der DAF. Der Mercedes in Gigaspace-Ausführung nähert sich mit 9,35 Kubikmetern dem Maximum des gesetzlich Möglichen. Auch beim Stauraum liegt der Actros vorne, 996 Liter Außen- und Innenstauraum, wiederum gefolgt vom DAF. Aber die Größe hat auch einen Nachteil, denn die Außenstaufächer sind für normal gewachsene Fahrer nur schwer zu erreichen. Aber der neue Actros wartet auch mit vielen cleveren Detaillösungen auf. So gibt es zum Beispiel einen an verschiedenen Stellen montierbaren Laptophalter oder eine Lüftungsdüse, die gleichzeitig Luft nach oben und unten verteilen kann. Geschmackssache hingegen sind die unterschiedlichen Innenraumfarben, die den Raum aufteilen sollen, und das Holzdekor der Homeline-Ausstattung. Einen ebenen Boden wie der Actros bietet sonst nur noch der Magnum. Trotz des etwas knapp bemessenen Fahrerhausvolumens weist der Renault sehr viel Platz auf. Auch das Stauraumvolumen orientiert sich mit 901 Liter an der Spitze, zeigt sich aber nicht immer von der praktischen Seite. Dem Renault fehlen zum Beispiel große, von außen zugängliche Stauräume, was dem eigenwilligen Einstieg hinter der Vorderachse geschuldet ist. Überhaupt will der Magnum anders sein. Das zeigt sich auch beim ausgefallenen Design wie den Türgriffen und dem Armaturenbrett. Nüchterner Gegenpol ist der DAF XF. Ein sachliches Fahrerhaus, funktionell mit kubischem Zuschnitt. Beim Stauraum auf Augenhöhe mit dem Actros ist der DAF ein durch und durch praktischer Geselle. Etwas altmodisch zwar und bar jeglicher Eleganz. Die starken Seiten der XF-Kabine finden sich in vielen guten Detaillösungen. Sei es die Leiter zur oberen Liege, sei es die große Ablage mitten auf dem Armaturenträger oder seien es die durch Bolzen gesicherten Türen. Verspielt wirken die kleinen Rundinstrumente, schlecht abzulesen das Display mit roter Schrift auf schwarzem Grund. Sachlich und funktionell kommt auch die Kabine des MAN daher. Punkten kann der MAN mit einem geräumigen Fahrerhaus, weiten Verstellwegen des Fahrersitzes, ordentlich bemessenen und komfortablen Liegen und relativ großen, leicht zugänglichen Außenstauräumen. Der TGX ist mit besten Materialien ausgestattet, setzt auf dunkle Innenraumfarben mit Aluminiumapplikationen als Kontrast. Die Rundinstrumente sind groß und gut ablesbar. Demgegenüber steht zum Beispiel ein knappes Stauraumangebot, ein schlechter Frontaufstieg, eine eingeschränkte Lenkradverstellung
oder ein schwieriger Weg ins obere Bett. Wie den Magnum gibt es den Volvo FH seit bald 20 Jahren. Die schräge Front und das relativ kurze Fahrerhaus ergeben im Innern einen eingeschränkten Bewegungsfreiraum. Auch der Stauraum wird erst ansehnlich, wenn man die optionale Konsole an der Heckwand ordert. Die geht aber auf Kosten einer zweiten Liege, wie überhaupt die Liegen ein Schwachpunkt des Volvo sind. Einmal in Fahrt kann der rüstige Schwede immer noch punkten. Der Federungskomfort ist hoch, die Lenkung vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Aber die Seitenneigung der Kabine ist groß. Zusammen mit den weichen Federn an der Vorderachse macht das schnelle Lenkmanöver nicht eben leicht. Zum Schluss der Scania. Bei den Messwerten für die Kabine liegt der Scania nur im Mittelfeld. Der Stauraum ist mit 670 Litern der kleinste. Vor allem innen ist nicht viel unterzubringen. Und die Liegen waren noch nie die Stärke des Scania. Doch rund um den Arbeitsplatz stimmt es wieder. Die Domäne des Schweden ist seit jeher die Disziplin Fahren und Fahrverhalten. Der Scania punktet auch jetzt bei den Themen Lenkung, Bremsen, Schaltung und Bedienung. Beim Fahrkomfort, speziell bei den Innengeräuschen, hat der Scania die Nase vor allen Konkurrenten. Doch die spannende Frage ist: Kann der Mercedes hier dem Scania die Stirn bieten? Und die Antwort ist, er kann. Der Actros fährt jetzt genauso fahraktiv wie der Scania. Die Lenkung arbeitet jetzt genauso exakt. Das Mercedes Powershift-Getriebe ist jetzt vom Feinsten. Die Abstimmung der elektronischen Helfer ins Fahrgeschehen ist so perfekt wie beim Scania. So liegt der Scania nur aufgrund des geringen Fahrgeräuschs in der Disziplin Fahren immer noch hauchdünn vor dem neuen Actros. Aber in der Summe aller Punkte hat der Mercedes die Nase vorn und verweist Scania, Volvo, MAN, DAF und Renault auf die Plätze. Beim Fahrerhaus sind die Stuttgarter jetzt zum ersten Mal das Maß der Dinge.